Tada, tada, tada. Graffiti, irgendwelche Wechsel, die hier durchwachsen, kaputtes Glas und oi, leer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pleiten, Pech und Pannen, unterwegs Fehlschläge. Ich bin unterwegs mit Lola in Corona-Zeiten im lokalen Kreis und nehme mit, was man halt so kriegen kann. Eine Lagerhalle, jawohl, eine Lagerhalle. Ich hätte fest gesagt, es ist die Lagerhalle der East Indian Trading Company oder so etwas. Zumindest läuft hier hinten so ein stillgelegtes, ranziges Bahngleis. Ja, das ist da einfach noch nicht abgerissen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was von dem glorreichen Glanz vergangener Renaissance-Zeiten übrig ist. Viel Spaß. Ja, und beginnen tun wir mit der episch klingendsten Stimme, die ich überhaupt aufbieten kann. Und zwar kann ich euch hier die erste Stolperfalle zeigen, mit der unendlichen Möglichkeit, sich auf gewisse Art und Weise irgendwie Knöchel oder Haxe zu brechen. Also aufpassen mit dem Boden sozusagen. Ja, und das hier, habt ihr vielleicht schon irgendwie erkennen können, ist eine Lagerhalle, die in erster, zweiter und sogar dritter Linie einfach nur komplett leer ist. Glas kaputt, hat vor irgendjemand mal versucht, werfen und fangen zu spielen oder so. Und danach hat sich RCS / divers oder sonstiges erst kreativ ausgetobt. Und nachdem das nicht funktioniert hat, gab es dann die Eskalation mit Fußtritten an der Tür. Ich erfinde hier schon wieder Geschichten, Leute. Ich erfinde schon wieder Geschichten und ihr wisst, das ist alles nur Sarkasmus, wenn ich jetzt hier über irgendwas oder irgendwen oder irgendwelche Gruppen herziehe. Na, das ist alles nicht ernst gemeint. So, zweiter Raum und jetzt wird es tatsächlich ganz interessant, denn hier kann man neben Laub und einer Palette tatsächlich noch ein bisschen mehr erkennen. Boah, wer hätte es denn gedacht? Also, in Worten zusammengefasst, hier vorne ist anscheinend irgendwie so eine Anlieferungsrampe Dingenskirchen. Das Ganze ist auch schon Ewigkeiten und Aberewigkeiten lange leer. Also der halbe Wald hat sich hier ausgesät sozusagen. Und wer genau wissen möchte, wo wir sind, hier hinten, da hinten in Entfernung, da gibt es so ein Schiff und da hat ein gewisser Herr PJ Adventure mit der guten Lola mal eine Overnight gemacht. Eigentlich ganz schön hier zum sozusagen Neudeutsch chillen. So, und hier seht ihr auch schon das nächste Dilemma. Also hier hat es irgendwie mal gebrannt. Oberste Etage ist auch so ziemlich, naja, schwarz, also das fällt dann wahrscheinlich raus. Und so bleiben wir am besten einfach hier unten und ich zeige euch hier gleich erstmal das erste Mysterium. Levi Corpus? Wer, warum und wieso? Eine Schaufensterpuppe? Steht hier einfach so am Eingang? Das ist wahrscheinlich das Wächtertier oder so etwas. Da gibt es eine Treppe und es geht hier nach oben. Ja, das sagte ich, fällt raus. Deswegen schreiten wir mal in den dunklen Gruselgang vor. Ja, und hier kann ich euch zeigen, genau, gesammelte Werke, Ranz in all möglichen Facetten, Farben und, jetzt stelle ich gerade fest, es ist viel zu dunkel für euch, ihr seht ja gar nichts, also es gibt Zustände, denen muss man sofort Abhilfe verschaffen und ja, jetzt könnt ihr es sehen, toll, ne? Wunderschön. Klingt ja fast schon wie so ein Kochrezept. Was brauchen wir für ein richtig schönes Ranzgulasch? Wir brauchen ein paar Dämmstoffe, Kleidung, Schuhe, dann vielleicht die ein oder andere Glasscherbe zusammen mit einer Nicht-Euro-Palette, dachte ich zuerst. Ja, und natürlich, was darf nicht fehlen? Styropor und ein bisschen was außer Weißwarenabteilung. Eine Kühlschranktür oder was ist das da? Boah, das wird das neue Format, Leute. Das wird das neue Format. Heiko kocht und zwar ranziges im Sinne von abgewetzten Locations. Eigentlich muss das Ganze mal ganz interessant gewesen sein, wenn man mal den ganzen, Sarkasmus weglässt. Denn schaut mal, oder ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier hinten geht es ja weiter. Da hinten hat es halt gekokelt und hier so ein Raum, so ein Verladeraum oder irgendwas. Da hinten ist auch noch eine Tür, wo es nach draußen ging. Und hier so ein, weiß ich nicht, wie es früher, glaube ich, üblich war, so ein Büro, was so ein bisschen erhöht ist mit großen Glasfenstern, wo man dann nach unten gucken konnte und schauen konnte, ob alle richtig bei der Arbeit sind, ne? Tja, aber von dieser großen goldenen Zeit des Handels mit Überseekolonien im Sinne von, was sagte ich, East Indian Trading Company, sind halt nur noch diese paar Ruinen hier übrig. Also, ja, da kann man diesen Verladedingsbums nochmal irgendwie sehen. Und hier nochmal von Namen das, was der Brand vom Gebäude irgendwie übrig gelassen hat. So ein paar kleine Details sind hier tatsächlich ganz witzig. Zum einen frage ich mich tatsächlich, warum entsorgt man so einen Kinderspielwagen? Also, ich meine,
ich kann es mir zumindest vorstellen, sämtliche Eltern einer Tochter im kleinen Vorschulalter, da ist doch so ein Ding auf jeden Fall angesagt. Und hier wird es einfach weggeworfen. Kann man nicht verstehen. Genauso wie man nicht verstehen kann, warum hier jemand anscheinend seine Schulbücher entsorgt hat. Also, wie hat er dann seinen restlichen Englischunterricht bestritten? Ja, der Hund hat das Buch gefressen? Nein, das ist hier irgendwie beim Chillen nachmittags mit einer vermeintlichen Kaugummi-Zigarette wahrscheinlich irgendwie liegen geblieben. So, die Sozialpädagogin analysiert hier gerade erstmal Kinderzeichnungen. Aha. Die echt. Aha, aha. Und, was sagt uns das? Ja, also, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Viele böse schwarze Gestalten gerade. Wo war's? Hier, das erste Bild. Ah ja, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann oder sowas? Leute, ihr wisst, das ist einfach nur Satire und solche Geschichten, Sarkasmus. Genau, genau. Nicht zu ernst nehmen. Aber der Bösewicht ist halt da und möchte hier Trouble machen und dann kommt Spider-Man und rettet alle. Oh. Spider-Man hat ein bisschen, wahrscheinlich auch letztes Jahr Weihnachten, viel gegessen. Ist aber nicht so dramatisch. Kleine Anekdote von mir aus meiner früheren Zeit. Ich mit einem Kumpel irgendwo und da war Spider-Man der erste Film gerade, ganz großes Thema. Und der hat einen kleinen Bruder gehabt und der hat erzählt, ja, der kleine Bruder hat sich dann irgendwie so eine Spinne aus dem Keller auf die Hand gepackt und hat gesagt, beiß mich, beiß mich, beiß mich. Der hat aber keinen Hunger. Und übrigens, wer sich jetzt fragt, wo der Unterkörper von der guten Dame geblieben ist, die halt das Wächtertier da hinten spielt, naja, hier ist er wohl irgendwie. Leute, das war's auch schon mit dem kleinen ranzigen Dingsbums hier. In Corona-Zeiten, wo man mit dem klarkommen und arbeiten muss, was halt da ist. Ne? Also, kannst du machen nichts. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens ein bisschen schmunzeln. Ihr wisst, sowas kommt immer am Mittwoch und Freitag kommt dann halt ein vernünftiges Lost Place, wo ihr auf jeden Fall einschalten solltet. In dem Sinne, schaut bei Lola vorbei und so weiter und so fort und wir sehen uns. Ciao. Also als gute, pflichtbewusste Pädagogin ist mir jetzt immer wichtig zu sagen, dass man natürlich aufgrund einzelner Bilder, Heiko, das ist ernst, aufgrund einzelner Bilder natürlich nicht auf die Psyche eines Kindes schließen kann. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Wahrscheinlich hat dieses Kind in diesem Fall einfach nur ganz, ganz viele Actionfilme und Actioncomics gesehen, denke ich mal. Danke. Er hört auch nicht auf. Okay, dann will ich nochmal zeigen, ist dir das aufgefallen hier unter der Puppe?